beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dom dabei. Grüß Gott. Und wir gucken uns heute an Mississippi River gegen Goblins. Wir sind wieder voll im Metagame. Wir sind absolut im Metagame angekommen, weil Goblins tatsächlich aktuell gar nicht mal so kacke. Ja, das stimmt. Und Mississippi River sieht man auch öfters. Ja, deswegen. Also es ist schon einigermaßen okayisch, würde ich sagen. Wir hatten zwar schon mehr Meta, zum Beispiel letzte Woche, aber ja, kann mal passieren. Mississippi River, hier das Deck, das einfach nur versucht, möglichst schnell auf 6 Mana zu kommen, um dann nicht kaskadieren, aber sowas ähnliches wie die Kaskade machen. Ach, das macht ja diesen Spell, ich weiß nicht, wie er heißt. Den du duplizieren kannst, dann genau, kriegst du den Gegner auf der Hand aus, tatsächlich. Ja, der vorderste. Ja. Und genau, der lässt oben vom Deck auf runter spielen. Auf der anderen Seite Vile Goblins, hier ein schnelles Agro-Deck, das versucht den Gegner möglichst schnell kaputt zu hauen. Kann natürlich sein, dass es bis Turn 3, weil das Deck macht halt bis Turn 3 genau gar nichts, tatsächlich reicht. Ja, also so ein, also Turn 1 Lecky wäre dann zum, oh, das Foodchain-Kombo. Mm. Oh mein Gott, ja. Okay, das ändert eine Menge. Das ändert eine Menge. Das ändert eine verdammte Menge. Das ändert, dass wir halt jetzt 2 Combo-Decks gegeneinander haben. Ja, also Foodchain-Goblins ist halt, uff. Das kann jetzt schon aus sein. Was aber ist? Okay. Jo, ansonsten Mississippi River kann jetzt eigentlich noch nichts machen. Nee, da kommt jetzt irgendwas getapptes Spiel, irgendein Land oder ein Engine-Tum oder so. Feen und Affen haben die nicht. Nee, können die nicht. Stimmt, die würden die casten. Genau, die würden die casten und das wollen wir nicht. Also für die Mississippi River limitiert sich das alles, ich glaube mehr als 5 Mana kostet. Ja, 5 oder höher. Damit die mit den Kaskade-Spells entweder einen anderen Kaskade-Spell treffen oder diesen Spell, den sie hitten wollen. Den Duplikator, den Mastery, ja. Den Duplikator. Ja. Ich habe an dem Tag, glaube ich, selber dagegen gespielt, war kein Spaß. Also selbst mit Delva braucht man da einen Arsch voll Counter und am besten noch Wastelands. Und selbst dann bist du nicht so sicher, wie du gerne wärst. Nee. Deswegen, also es ist sehr krass. Und das Deck von dem Deck ist ein Albtraum. Ja, da freue ich mich drauf, wieder durchzugehen. Auf der anderen Seite, Foodchain Goblins hier gewinnt ja relativ viel mit Squee Goblin. Ja. Und dann den auch unendlich oft spielen. Unendlich viel Mana. Für Kreaturen. Ja. Wichtig. 4 Mana. Das Ringleader. Ist ein Ringleader. Der bringt bis zu 4 Goblins auf die Hand ein. Ja, war ein super Ringleader, ne? Weißt du, der klassische Ringleader, es tut so weh, diese Karte so zu sehen manchmal. Manchmal ist der halt richtig gut und dann passiert das. Kacke. Ja, meistens passiert das. Da waren 2 Länder und ein Foodchain bei. Mhm. Okay, noch ein Foodchain brauchen wir halt nicht. Die 2 Länder hätten ruhig Goblins sein können. Mhm. Jetzt kann man theoretisch anfangen zu opfern für farbiges Mana. Ja, aber hier wird einfach für 2 angegriffen. Ballsy, nächste Runde, wenn der ein Ancient Tomb oder so hat, könnte wohl was kommen. Du hast halt nicht so viel auf der Hand, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Da wird geopfert für 4 Mana. 5. Was haben wir denn noch auf der Hand? 5. Ach, das ist dieser Sling Gang. Mhm. Und dann ist noch ein Dings und jetzt kriegt man. Das funktioniert nicht. Ich glaube, man kriegt nicht beliebige Kombinationen bei Foodchain. Foodchain gibt, glaube ich, entweder schwarz oder grün, ne, meint. Das kann sein. Das funktioniert nicht. Das wäre schlecht. Ja, ach, sowas passiert regelmäßig. Das ist ja. Wir haben immer noch die Option, dass Magic-Spieler Fehler machen dürfen auf Turnieren. Ja, habe ich mal was von gehört. Ist aber Genau, add X Mana of any one color. Ja, und nicht Color Combination. Genau. Gut, ist jetzt die Frage, ob der. Ich glaube nicht, dass es relevant ist. Da haben wir den Mastery Spell. Oh, und jetzt fängt's an. Großartig. Das heißt, mit. Wie heißt das nochmal? Ja, damit wird ein. Das ist ja der beste Hit, den wir haben konnten. Dann kommen 2 Kopien von dem Mastery für das River Deck. Genau, und wichtig. Das macht er jetzt hier nicht. Du musst davor shuffeln. Ja, ist beim ersten Mal jetzt nicht so wichtig. Genau, und jetzt jetzt kommen die eigentlich drunter. Shuffles. Ja, und dann wird geschuffelt, ja, stimmt. So,
glaube, das Spiel hat mit gegen mich hatte er danach, da habe ich ihn nämlich drauf aufmerksam gemacht. Ja, wobei, genau, im Endeffekt beim ersten Mal ist es fast egal, es sei denn, man hat Gemalligant. Dann muss man kaskadieren, dafür muss man tatsächlich Feuer schaffeln, damit die Länder wieder reinkommen. Ist aber aktuell auch nicht so relevant. Nee, relevant wäre es, wenn man mit dem Cascader einen trifft, den man nicht treffen kann und den nicht mit reinmischt. Hm. So, da ist jetzt, da fängt es jetzt der Unratsduften an. Boah, Alter, wie viel Scheiß da jetzt auf dem Stack liegt. Ja, jetzt, man geht jetzt einfach bis zur Mastery praktisch wieder durch. Ach, das war der, der nur das Mastery trifft. Ja. Da fliegt auch ein Emrakul drin rum. Hm, natürlich, falls man den zufällig mit der Mastery hittet. Ja, falls man den zufällig mit der Mastery hittet, weil man castet den. Und danach fängt's dann an, ne? Ja. So, weil spätestens jetzt muss man mischen. Ja. So. Jo. Ich meine, im Endeffekt braucht sich Mississippi River jetzt einfach nur der Option. Das könnte den Emmy finden, ja, zum Casten tatsächlich. Und oder das ist halt irgendwas, die Chance, den Emmy hier zu casten, ist höher, weil viele andere Nicht-Emmy-Karten aus dem Deck raus sind. Dementsprechend, ja, und jetzt ist es halt auch so, jetzt wird es halt weird. Ja. Weil jetzt müsste man eigentlich die anderen Karten aufdrehen und die jetzt auch im Deck sein müssten und ja, da müsste geschaffelt werden. Jetzt werden bestimmt weirde Lösungen passieren. Jetzt werden bestimmt ganz weirde Lösungen passieren. Ich glaube, jetzt wurde einfach gesagt, der Kaskader hat nichts gefunden. Hm. Haben wir das Deck jetzt wieder aufgelöst? Achso, der hat nie dem die Kopie gegeben. Dann auch. Doch, er hatte doch noch das Original, er hätte noch einmal dürfen. Achso, das eine Original, ja. Eins hat er noch. Ja, ja, ich glaube, da wird gerade drüber diskutiert. Eins hat er noch. Ja, darüber wird er, glaube ich, schon einmal gemacht. Einmal, da wird geschaffelt, dann wird nochmal gemacht. Ja. Ja, es klingt halt, wenn du die Karte liest, einfach nur als clunky, aber es hat halt Sinn. Und gerade in dem Deck, wo du auch mit Kaskade arbeitest, macht es wirklich Sinn. Ja, ist auch sehr wichtig, was das angeht. Gerade auch, wenn du Kopien erstellst und so weiter. Ja, weil die Kaskade shuffeln ja und legen es dann drunter. So. Weil ich zum Beispiel, das war auch so geil, der spielt dort gegen mich und ich habe eine Mishras-Bubble nach der anderen rausgeholt. Also naja, der Klassiker. Oh. So spielt man Delver richtig. Ich glaube, da passiert jetzt nichts mehr. Wow. Ja doch, da müsste normalerweise noch ein Mastery müsste noch sein. Ich glaube, haben sie sich jetzt erfolgreich selbst verwirrt. Man würde schon mal behaupten, sei der selber schon. Ja. Müsste noch ein Mastery sein. Korrigiert uns bitte in den Kommentaren, falls das nicht der Fall sein sollte. Aber ich meine, da müsste ein Mastery müsste noch offen sein. Genau, das Original Mastery. Dieser Einserbüffel, der da liegt. Das ist ja das Original Mastery. Das müsste noch da liegen. Genau, dann hittet man für 10 mit Eiler. Das ist halt so dumm, dass und das Deck dann halt einfach zu kaufen. Ja, klar, soll das Deck denn sonst machen. An Einsehung Bridge kommt das Deck nicht vorbei. Spielen die auch diesen grünen Us, der sich. Manchmal. Habe ich mich auch schon gesehen, also so ganz weird Kram, den die in den Listen spielen. Ja, das Problem ist halt, der ist halt 5 Mana, den hittest du halt damit, ist ein bisschen schade. Ja, stimmt. Wenn du den zu früh hittest, ist es halt schlecht. Ja, wenn du den ganz zum Schluss hittest, wie gesagt, der Stack ist ein Albtraum, also. Da kann eine Menge Scheiß passieren. Boah, ja, was macht man jetzt? Ja, man ist dead on board. Ja. Man muss jetzt gewinnen. Ist jetzt die Frage, was Goblins jetzt machen kann mit dem Board. Ich glaube nicht so viel. Das ist nur Handkarte. Handkarte, was ist denn das? Eine Matrone? Das sah aus wie eine Matrone. Matrone wäre natürlich gut. Die Frage, was man damit holt. Nee, ist ein Sharpshooter. Der hat aber keine Eile. Ich habe das verwechselt. Nee. Schade. Kein Goblin, der Eile gibt. Ansonsten 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13, 14. 14 Schaden wären es das. Ja, aber das sind keine Leben verloren worden. 2. Ne. Letzte Runde. Ja. Vollkommen. Ne, das war's. Das eine Combo-Deck hat das andere Combo-Deck outgecombot. Ja. Ja, da brauchte man halt hier irgendwie was man machen könnte.
Wenn man jetzt zum Beispiel einen Squee oder sowas hätte, wäre das halt super, weil dann könnte man halt infinite oft den Squee einfach opfern, um Schaden zu schießen. Oder so. Ja, der Squee wäre gut gewesen. Matrone hätte Squee finden können, das wäre gut gewesen. Mm. Was Vernünftiges anstatt von dem Hierarch in dem Spell. Wäre auch gut gewesen. Ja. Aber so ist natürlich das Deck. Das Deck basiert ja darauf, also Mystery River, dass der Gegner einfach nicht damit rechnet, dass du sowas spielst und nicht auf das vorbereitest, was du da tust. Ja, wenn der da anfängt, Taplands zu legen, denkst du dir halt so, what the hell? Ja, gut, mittlerweile kennen die Leute es ja. Ja, aber manchmal sind die halt auch echt, also, okay, man muss dazu sagen, bis auf die Cities ist die Landbasis. Ja, spottbillig. Spottbillig, hast du quasi nachher geschmissen. Ja, mehr Maßspiels braucht das Land. Ja, komm, wir machen. Kann der sich jetzt. Irgendwie? Ah, ne, die haben ja immer noch kein Flash, wenn du so fast ist. Das Queen hat kein Flash. Ne. Ja, nicht, dass der sich, ich wollte mich gerade sagen, nicht, dass der sich jetzt hier auf einmal aus Versehen selber grillt. Ah, guck mal hier, das Deck geschaffelt. Ja. Vorbildlich. Hätte Patrick eigentlich auch sagen müssen, er hat das Deck auch schon selber gespielt. Ja, beim ersten Mal ist es halt, wie gesagt, es sei denn, du hast einen Mulligan gemacht, super irrelevant. Stimmt, dann liegt der Part unten. Genau, aber wenn du keinen Mulligan gemacht hast, ist der erste halt super irrelevant. Kein Mulligan, keine Karte oben drauf gelegt oder sonst was. So, und dann jetzt. Wow. Lecky. Ein guter Goblin. Kann man schlechter treffen. Kann man aber auch besser treffen. Ja. Dann kommt die Kopie. Boah, hätte man dann jetzt nicht einfach sagen können, okay, ich greife in den Phönix an, in der Hoffnung. Oh, du Scheiße. Das ist immer cool. Ich cast mal im Raccoon. Dann das Original. Ja, da wird schon. Ja, ja, das ist klar. Das hat sich gerade glänzend erledigt. Yes, 1-0 Mississippi River. Und hier nochmal Shoutout an meine Patrons. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich so großartig unterstützt. Vielen Dank an alle meine Patrons. Nicht nur die hier stehen, aber auch besonders die hier stehen. Gerade Talia-Level und Supporter-Level großartig. Und YouTube-Membership gibt's auch noch. Der einsame Ritter da. Der einsame Ritter im YouTube-Membership. Das ist richtig. Vom Sideboarding her weiß ich nicht, ob Goblin überhaupt was machen kann. Mississippi River hat, glaube ich, auch nicht wirklich was an relevanten Sachen da drin, oder? Goblins könnten eine Trap boarden. Oh ja, Trap ist gut. Stimmt, manchmal spielen die ja die Trap. Das wäre aber das Einzige, was mir einfällt, weil die Blast bringen dir gar nichts. Mhm. Ansonsten, da wird ein Mulligan genommen. Sogar tief. Oh. Okay. Mississippi River mit Mulligan ist, kann okay sein, kann scheiße sein. Caracas. Ja, das kam aus dem Sideboard. Gegen den Emerald cool. Aber. Oder gegen den Malstrommander. Stimmt, der ist auch. Der ist ja auch sogar auf der Hand, der ist auch da drin mit Kaskade. Der hat Eile, ne? Und gibt allen Karton Eile. Ja. Und hat Kaskade. Oh. Ja. Hat der. Ich bin jetzt. Warum hält man eine Hand, wo man kein Gas hat als Goblins? Bin mir noch nicht sicher, aber hier ist kein Land mehr. Oder ist auch noch Crystal Veins? Das sind noch Crystal Veins. Ja. Damit könnte man theoretisch 5 Mana generieren. 5 Mana? Die Farben. Der macht farblos, der Crystal Veins. Ja. Damit hat man jetzt auch theoretisch 5 Mana generiert. Ja, aber dann braucht man, wenn man ja auf 6 kommt. 6 oder 7 mit dem blauen. Ich hab mal was mit. End of Turn mit Flash. Ich habe keine Ahnung. Opposition. Boah, das wäre gar nicht mal so gut. Ich wollte gerade sagen, der macht ja gar nichts. Man könnte den Munition Expert reinflashen, einfach weil Problem, dass man nicht genug Karten rausnehmen konnte. Bin mir aber nicht sicher. Also ich wüsste halt jetzt auch nicht, wirklich nicht, was sonst geordert werden sein könnte. Ja. Die Leylines machen halt keinen Sinn. Ne, es wurde nur gefetcht, um auszudünnen, okay. Ja, zu viele Länder. Ist noch eine Engine-Doom. Da hat man vielleicht schon einen Luxus-Hautkraus. Ja, es wäre vielleicht nicht schlecht. Ringleader wahrscheinlich. Ringleader sollen dadurch wahrscheinlich wieder schlecht sein. Ey, Ringleader können auch richtig gut sein. Ein Goblin, zwei Goblin, drei Goblin, vier Goblin. Geil! Ja, das ist ein Ringleader. Das ist ein Ringleader. Das ist der bounced, der ist auch im Sideboard. Bounced? Ja, der bounced. Das ist der 2 Schaden schießt, der ist wahrscheinlich nicht im Sideboard.
Lecky, und das ist der, der immer einen Schaden schießt, wenn ein Goblin das Spiel verlässt. Oh. Und er kann auch irgendwie Goblin opfern, um Goblins zu machen. Irgendwas in der Richtung. Ja, stimmt, und der Ringleader hat der eine, ja. Ja. Ja, Karakas ist offen. Jetzt ist die Frage, ob man den Zug überlebt. Ja, da ist der Spell. Da hat mir der Needle auch die zwei roten Mana. Ja. Companion. Ach, ja, der spielte ja Companion. Keruga. Ach, der Gute. Ja, warum nicht? Ich glaube, hier wäre ich für den Spell gegangen, einfach weil der Gegner ausgetappt war. Ja. Weiß halt nicht, was der für Shenanigans macht. Okay, auf der anderen Seite, wenn der jetzt keinen Feature auf der Hand hat, ist die Hand halt auf. Ja, das Deck geht einfach rein. Also das Deck will einfach nur den Spell spielen. Ich kann verstehen, wir wissen ja, dass beide Spiele aktuell nicht so krass im Legacy unterwegs sind. Dass man hier nicht genau weiß, was der Gegner tut und was der Gegner so noch im Deck haben könnte. Dass man da eher ein bisschen, gerade wenn man Runde 1 gewonnen hat, ein bisschen vorsichtiger spielt, finde ich auch okay. Aber das Deck will halt ins Gesicht. Das Deck will halt so stark ins Gesicht, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Combo raushauen. So kommentarlos einen reinhauen. Ja. Auf der anderen Seite ist Goblin halt, glaube ich, auch einfach. Also, wenn eine Food Chain liegt, wird es gefährlich. Aber ansonsten ist Goblin ja keine Herausforderung. Food Chain Goblins sind hier, glaube ich, absolut keine Herausforderung. Nee. Vor allen Dingen nicht, weil der wahrscheinlich keine Muxus spielt. Ja. Also, wenn der diese Turn 1 Lecky into Muxus hat, dann wird es richtig dann schwierig. Schwierig, ja. Weil dann haut er dich Turn 2 wahrscheinlich um. Lecky? Muxus? Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Für ihn? Die haben jetzt alle hoffentlich nicht für den River-Spieler. Heißt, der haut jetzt auf jeden Fall für. Ach, der kann Schaden schießen auf einer Kreatur. Ah, das war ein ganz anderer Spell. Nee, das ist dieser rote Rote mit Pitch. Das ist gar nicht der Spell, der kaskadet. Dann macht es vollkommen Sinn, dass man ihn nicht gecastet hat, weil man ihn gar nicht hatte. Ja, der hat jetzt gerade das Board geklärt. Genau. Boah, da hätte ich aber den Lecky genommen. Mitgenommen. Ja, der ist schon gefährlich. Ist, glaube ich, gefährlicher wie der Ringleader. Ja. Weil der Ringleader halt eine Menge Mana macht mit Food Chain, das kann ich auch verstehen. Ja, aber der Lecky kann halt je nachdem echt richtig eklig werden. Fehlt einfarbiges Mana jetzt noch, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Man kriegt danach den Mal schon mal neu. Dann geht's hier richtig um was er macht. Hat man auch die Farben da? Kommt der Lecky, okay, das heißt, man hat nichts auf der Hand, was man vorher spielen will. Ja, nur ein Ringleader, ist ja entspannt. Hätte man überlegen können, man den vorher schon spielen. Oh, Magus wäre natürlich gut. Der Magus ist halt. Magus wäre auch cool gewesen. Oh, der kommt drunter. Nein. Ist kein Goblin, oder? Kann ich nicht mehr eine Matrone suchen? Nee, leider nicht. Das ist auch kein Imperial Recruiter. Jetzt okay, Wasteland ist jetzt natürlich wieder gut. Du gehst auf die Needle und dann sitzt der da. Auf jeden Fall, das ist blau und farblos. Ja, das Land oben kann man opfern, um verschiedene Farben zu machen. Ja, macht zwei Farben. Ich weiß nicht. Aber hier würde ich auf jeden Fall Wasteland. Auf das Needle auf jeden Fall. Rot ist die Mainfarbe. Rot ist die Mainfarbe und der braucht doppelt Rot. Ja, da kommt Blau. Das andere Land oben macht eben einfach nur Rot und Blau, glaube ich. Matrone sucht wahrscheinlich den Squee, weil wenn man den Squee hat, hat man dann, wenn man Food Chain zieht, hat man halt Infinite Combo. Das Muxus. Okay. Ja, da hofft man einfach nicht so, den Muxus zu droppen nach dem Angriff. Ja, vor allen Dingen Muxus mit Karakas ist halt auch so. Das ist gut. Das ist asozial. Ja. Hast du übrigens meinen Muxus-Trigger? Hast du übrigens nochmal meinen Muxus-Trigger? Na, da ist noch eine City. Sind 6, 7, 8, dann auch wieder 9 Mana. Vor allen Dingen kannst du mit dem Muxus angreifen auf den Lecky Trigger von dem Damage, kannst du den bouncen. Das ist ja widerlich. Ich hab mir 3 Mana, 4 Mana, 5 Mana. Der blaue kostet gerade 6, ja. Der 6 Mana gut. Dann hat man den Cascade into den
coolen Spell. Was anderes hat man nicht. Da ist er. Was anderes hat man nicht drin. Ach, die roten Zauber sehen eh alle gleich aus. Irgendwie schon, ja. Dementsprechend, ja. Genau, damit das jetzt. Genau, da ist die Frage, ob man eine Kopie macht. Oh, ich würde hier, glaube ich. Ja, eigentlich macht es sonst keinen Spaß, ne? Man will die Kopien machen, damit es halt großartig funktioniert. So, und jetzt wird. Ja, dann macht der Gegner und dann wird das noch reingeschaffelt. Man nimmt sich hier praktisch eine Möglichkeit, die Kreatur zu hitten. Ja. Und erhöht die Chance, das andere zu hitten. Man muss die anderen Karten da unten auch mischen. Ja, da muss alles mit reingeschaffelt werden. Ja, ist halt ein riesen Stack, also dass man da ein bisschen verwirrt sein kann. Now or never. Now or never. Bring mich um oder ich bring dich um. Ja. Okay. Das kann man casten. 1, 2, ja, 6 Schaden. Piu, piu, piu. Jo. Dann der Originalspell. Der Originalspell, wenn der jetzt wieder nur. Der hittet, das ist ein Skater, ein roter. Nö. Das ist so spannend, oder? Wir wissen ja alle nicht, was er kriegt. Ja, ja. Das ist schön. Oder? Auch ein Duel dran, krass. Schön, wenn er einen Plan funktioniert. Jo, da kommt dann Gas wieder. Mhm. Dann geht man weiter, aber man geht halt, ja. Das und wäre halt nicht passiert. Das wäre nämlich nicht passiert. Weil du erhöhst ungemein die Chance, den Emmy zu hitten. Genau. Mit dem, wie er es jetzt macht. Und jetzt? Ach, hä? Das sind ja die kaskadierten Karten. Ach so, ja. Ja, es ist halt, wenn mehrere Instanzen von Kaskadieren, Aufdecken und so weiter und so fort wirklich passieren. Ja, es erhöht die Chancen ungemein, den zu hitten. Gleichzeitig ist es aber auch, wenn er schon dann im Stapel drin ist, hittet man ihn nie wieder. Also, ja. Es ist schon so ein, aber ja, alles in allem ein bisschen unsauberer gespielt, was bei so einem Billow-Deck auch nicht so viel Unterschied macht. Würde es gerne in Combat gehen. Ja, Bounce, trotzdem tot. Easy. So gewinnt man easy gegen Goblins. Mega geil. Ja, trotzdem, sehr, sehr cooles Match. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Fand ich sehr cool. Zeigte zwei richtig coole Combo-Decks. Auch wenn Goblin hier nicht zeigen konnte, was es drauf hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.